Wir wissen bereits, dass die Radarrückstreuung bezogen auf die Eigenschaften der Erdoberfläche von den geometrischen und den dielektrischen Eigenschaften bestimmt wird. Über die Geometrie haben wir gerade gesprochen. Was sind aber die dielektrischen Eigenschaften? Ja, zunächst, die dielektrischen Eigenschaften werden beschrieben in Form der Dielektrizitätskonstante, Epsilon. Die Dielektrizitätskonstante hat einen Realteil, einen Imaginärteil und die Permittivity, also die Durchlässigkeit, gibt uns an, wie stark die Mikrowelle, ja, die elektromagnetische Welle, die wir im Radarbereich verwenden, mit dem Objekt interagiert. Kleine Werte sprechen in der Regel für eine geringe Interaktion, große Werte für eine stärkere Interaktion. Und jetzt ist es im Sinne der Radarfernerkundung glücklicherweise so, dass wir mit unterschiedlichen Materialien zu tun haben, die eben auch mit unterschiedlichen Dielektrizitätskonstanten einhergehen. Wir haben beispielsweise eine sehr, sehr geringe Konstante für Vakuum oder Luft, ja, nahe Null, während die Dielektrizitätskonstante für Wasser um 80 liegt und für viele Metalle noch deutlich höher. Ja, also dieses Spektrum an diesen Epsilons, das hilft uns tatsächlich eben auch, ja, Kontrast in unsere Landschaft zu bekommen. Kontrast durch unterschiedliche Aktionen und Interaktionen der Radarwelle mit der Landoberfläche oder den unterschiedlichen Objekten auf der Landoberfläche oder eben auch der Wasseroberfläche. Ja, jetzt sprechen wir von der Dielektrizitätskonstante und man kann sich in dem Moment aber fragen, ja, warum heißt das Konstante? Weil tatsächlich ist diese Konstante abhängig von der Frequenz beziehungsweise von der Wellenlänge, mit der ich arbeite. Es wurden also im Labor für unterschiedliche Wellenlängen beziehungsweise unterschiedliche Mikrowellenfrequenzen die Elektrizitätskonstanten, ja, gemessen letzten Endes und dokumentiert. Und letzten Endes müssen wir als Anwender uns entsprechende Tafelwerke zu Rate ziehen, um für die entsprechenden Frequenzen die Elektrizitätskonstanten herauszuschreiben, wenn wir eben den Bedarf dafür haben. Wenn wir uns ein natürliches Stoffgemisch, welches überall auf der Erdoberfläche oder nahezu überall auftritt, näher betrachten wollen, nämlich den Boden, worauf kommt es dann an hinsichtlich der Dielektrizitätskonstante? Es handelt sich dabei, wie gesagt, um ein Stoffgemisch, ja, in der Regel eine mineralische Komponente, häufig mit viel Siliziumdioxid, sprich Quarz, Tonmineralen. Wir haben eine organische Komponente, das ist in der Regel irgendeine Form von Humus. Und wir haben zudem noch Gase, Bodengase, als auch Flüssigkeiten. Und als Flüssigkeit hauptsächlich angesprochen ist hier das Wasser. Jetzt sehen wir schon, der Boden als solcher wird sich im Laufe von einer kurzen Zeitspanne von Tagen, Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren kaum verändern, während sich aber Bestandteile innerhalb dieses Bodens, beispielsweise Luft- oder Wassergehalt, schon relativ kurzfristig ändern können. Von Luft wissen wir, dass das Epsilon sehr, sehr klein ist. Von Wasser wissen wir, es hat im Gegensatz zu Luft eine sehr hohe Dielektrizitätskonstante. Also wird es einen großen Unterschied ausmachen, ob wir viel oder wenig Bodenwasser in einem Boden zur Verfügung haben. Und das führt uns dazu, dass die Radarfernerkundung die Möglichkeit besitzt, mehr oder weniger direkt Zusammenhänge zwischen Bodenwasser und Dielektrizitätskonstante bzw. Rückstreuintensität herzustellen. Die Frage, die sich an dieser Stelle jedoch stellt, über welche Tiefe beprobe ich denn jetzt den Boden? Ja? Über welche Tiefe kann ich denn jetzt Aussagen treffen, was die Elektrizitätskonstante, die ich letzten Endes mit meinem SAR ja vermesse, beziehungsweise die Bodenfeuchte, ja, wie tief messe ich die Bodenfeuchte? Wie tief dringt meine Radarwelle in den Boden ein? Und dafür gibt es leider keine Standardantwort,
weil das Ganze variiert. Es variiert nach Wellenlänge. Größere Wellenlängen werden tiefer in den Boden eindringen. Und es variiert auch nach den dielektrischen Eigenschaften des Bodens. Hat der Boden eine hohe Feuchte oder hohen Mineralgehalt, Eisenminerale, demzufolge das Stoffgemisch Boden insgesamt eine hohe Dielektrizitätskonstante, dann wird die Eindringtiefe tendenziell geringer sein als bei einem sehr trockenen Boden mit wenig Eisenmineralen, also einer geringen Dielektrizitätskonstante. Das führt dazu, dass ich beispielsweise eben bei trockenem Wüstensand beispielsweise metertief eindringen kann, bis irgendwann die Radarwelle entweder völlig absorbiert wird und keine Radarrückstreuung mehr erfolgt oder die Radarwelle auf irgendeine andere Substanz, das kann ein tiefes Grundwasser, das kann eine andere geologische Schicht sein, trifft, um dort zurückgestreut zu werden zum Sensor. Also wir haben auf der einen Seite mehrere Meter, auf der anderen Seite für einen sehr, sehr nassen Boden, der Wasser gesättigt ist, kann die Eindringtiefe selbst mit großen Wellenlängen, L-Band beispielsweise, auch nur wenige Zentimeter betragen. Wenn es also darum geht, Bodenfeuchte abzuleiten, sind unbedingt diese Zusammenhänge zu beobachten. Auf jeden Fall wird es immer so sein, dass bei einem feuchten Boden wir immer in Interaktion mit den oberen paar Zentimetern des Bodens stehen. Wir können also keine Aussagen treffen über die Feuchtigkeit in 1 Meter Tiefe. Das funktioniert nicht. Dafür müsste man dann integrativ Bodenmodelle verwenden, die in der Lage sind, über die Zeit und die Oberbodenfeuchte in die Unterbodenfeuchte zu extrapolieren. Solche Modelle existieren und können für diesen Anwendungsfall durchaus brauchbare Ergebnisse liefern.